Artikelnummer SCP-3316. Objektklasse Euklid. Sonderverwahrungsverfahren. In Gutenberg, New Jersey, ist regelmäßig die Verbreitung falscher medizinischer Daten über das Auftreten von Augenverletzungen durchzuführen. Personen, die über SCP-3316 Ereignisse oder die Bewegung von SCP-3316 betroffenen Augen berichten, haben ein Level 3 Amnestetikum zu erhalten, um ein öffentliches Bekanntwerden von SCP-3316 zu verhindern. Die Reise von Foundation-Personal nach, von und durch Gutenberg, New Jersey, wird vom Projektleiter von SCP-3316 geregelt. Beschreibung: Bei SCP-3316 handelt es sich um ein Ereignis, das in der Stadt Gutenberg, New Jersey stattfindet. Um 1.43 Uhr morgens erleben etwa 3,4% der schlafenden Bevölkerung der Stadt eine spontane Enukleation eines oder beider Augen. Diese Entfernung ist unfreiwillig, schmerzlos und erfolgt ohne das Wissen der Betroffenen. Auch ein bedeutender Teil des Sehnervs wird bei diesem Prozess entfernt. Die Augen erleiden nach der Entfernung aus dem Körper keine Nekrose, obwohl sie während des Ereignisses anfällig für Verletzungen sind. Sobald die betroffenen Augen vollständig aus der Augenhöhle entfernt sind, beginnen sie sich mit einer Geschwindigkeit von etwa 0,6 Metern pro Sekunde auf dem Boden zu bewegen, indem sie den Sehnerv nutzen, um Vorwärtsimpulse zu erzeugen. Betroffene Augen vermeiden in der Regel stark besiedelte oder aktive Gebiete und bleiben verborgen, um Entdeckungen während ihrer Reise zu vermeiden. Das gemeinsame Ziel der betroffenen Augen ist immer ein verlassenes oder inaktives Gebäude, entweder innerhalb von Gutenberg selbst oder außerhalb der Stadt. Sobald mehrere hundert Augen dort angekommen sind, bereits 362 Augen waren ausreichend, bilden die Augen einen großen Kreis, der wächst, wenn mehr Augen ankommen. Nach kurzer Zeit, in der Regel 5 bis 15 Minuten, treten zwei der Augen in die Mitte des Kreises und beginnen eine Reihe von aggressiven Verhaltensweisen gegenüber einander zu zeigen. Zu diesen Verhaltensweisen gehören schnelle Ausfallschritte in Richtung des anderen Auges, das Peitschen mit dem Sehnerv und die Nutzung des Sehnervs, um das andere Auge zu umklammern. Dieses Verhalten setzt sich fort, bis eines oder beide Augen aufgrund von Schäden nicht mehr in der Lage sind, fortzufahren. An diesem Punkt entfernen mehrere Augen die beiden aus der Mitte des Kreises und zwei neue Augen beginnen den gleichen Prozess. Dieser Prozess dauert bis 4.35 Uhr morgens an. Zu diesem Zeitpunkt beginnen die Augen mit der Rückkehr zu den Individuen, zu denen sie gehören. Die Rückkehr endet spätestens um 5.13 Uhr und die Augen gelangen wieder in die Augenhöhle der betroffenen Person. Während die Enukleation und der Wiedereintritt keine dauerhaften Schäden am Auge oder der Person verursachen, erfordern andere Schäden, die während dieses Ereignisses auftreten, oft sofortige medizinische Hilfe für die betroffenen Personen. Augen, die nicht zu einem Besitzer zurückkehren können, verlieren um 5.13 Uhr alle anormalen Eigenschaften.